Guten Tag und weit mein Zeil aus der Oberförsterei Cebellino. Ja, das war ja ein krönender Abschluss mit diesem Weidmannsheil vom Volker Münch. Am letzten Ausgang erlegte er diesen alten, reifen Hirsch. Und davor auch die tollen Bilder von dem Hirsch, der aus der Sule gekommen ist. Ich fand das faszinierend. Nein, es war eine schöne Jagdwoche. Die Woche ist vorbei. Ich habe gestern die Gäste wieder nach Hause gebracht. Bin hier heute schon wieder hier mit einer neuen Gruppe. Alle Jäger haben ihren Hirsch bekommen. Einer hat sich an die Statistik nicht gehalten. Er hat 2 Hirsche erlegt. Also, hervorragend die erste Septemberwoche zur Hirschbrunft in Pommern. Aber auch an der Oberförsterei Polanow haben 2 Jäger bei ihrem letzten Ausgang einen Hirsch erlegt. Und da bin ich noch extra hingefahren, um die Leute zu befragen, wie es ihnen gefallen hat. Und sie wollen uns von ihrem Weidmannsheil erzählen. Und das will ich ihnen jetzt zeigen. Dann kommen auch noch Buchstaben, weil gestern hatten wir ja keinen Buchstaben. Und morgen geht es dann weiter und Sie sind sicherlich dabei mit der zweiten Septemberwoche Hirschbrunft in Pommern. Ja, liebe Waldgesellen aus der Lüneburger Heide, wir sind hier in Bollerow in Pommern und wir haben hier herrliche Jagdtage erlebt. Mit meinen Kumpels, den Klaus, den Reinhold und dem Matthias. Die Bewertung war hervorragend, die Jagdführung genauso. Und diesen Hirsch durfte ich gestern Abend strecken. Ich glaube, er übertrifft meine Erwartungen. Nochmal recht herzlichen Dank an die polnischen Jäger und Jörg für seine Organisation. Eine sehr spannende Woche Rotwildwacht liegt hinter mir. Und die Krönung war gestern Abend fast in allerletzter Minute, beim allerletzten Büchsenlicht, konnte ich diesen alten, kampferprobten, aber auch kampflustigen und wie man sieht, vom Kampf gezeichneten Hirsch erlegen. Es war mein erster Hirsch, es war meine erste Rotwildjagd hier in Pommern. Es war für mich ein tolles Erlebnis. An dieser Stelle möchte ich recht herzlich Maschek mit seinen Anstellern danken für die interessanten Ansätze, die wir hatten. Wir sahen sehr viel Rotwild, aber auch sehr viel Schwarzwild und sehr viel Rehwild. Gestern Abend, wir hatten schon abgebaumt von unserer Gansel und wollten zurück zum Forsthaus Bollanow fahren. Da sahen wir auf einer Lichtung Rotwild stehen. Mein Anstelljäger Arthur sagte nur, nimm deine Waffe, dort ist Rotwild. Wir burschten an, wir sahen ca. 10 Stück Kaltiere und diesen alten Hirsch. Und ich konnte ihn sauber ansprechen und ihm die Kugel antragen. Er lag im Feuer. An dieser Stelle möchte ich recht herzlich Maschek und seinen Jungs danken. Gleichermaßen danke ich seiner Frau für die hervorragende Unterbringung und Verpflegung im Forsthaus Bollanow. Und nicht zuletzt danke ich Jörg Eberitsch mit seinem Team für die perfekte Organisation dieser Reihe. Weidmannsheim.